Ich hatte heute Nachmittag so den Einfall, heute nenne ich eine Folge, einer stirbt, egal was passiert. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Fox, das hier ist die Sky Family und heute habe ich einen Gast dabei. Hallo, ich bin's, der Daxuras. Hi. Weißt du was, bevor das hier ausartet, ich starte den Timer, ich join den Server. Jo, was ich du bin machst. Jetzt auch so ja. Gerade drauf. Ja, egal. Ich bin drauf. Ist voll drauf, ne? Okay, wir können direkt schlafen gehen. Oh, cool. Ich stehe sogar in meinem Haus mit meinem Villager. Mit der neuen Maus ist jetzt aber hier. Ist aber hier schön jetzt. Schlüsseltempo. Oh, ich sehe gerade, ich habe vergessen, meinen V-Sync auszuschalten. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme das so mag mit 300 FPS. Gehst du jetzt endlich ins Bett zu schlafen? Ach, du liegst schon im Bett, sag ja, das doch. Ich warte. Ich dachte, du kommst neben mich. Nein, ich war ja in meinem Haus. Übertreiben müssen wir es nicht. Aber irgendwas hat sich hier doch verstellt, oder? Also meine Maus ist auch so unheimlich schnell. Nein, du! Bleib da drin. Das erinnert mich irgendwie an mich selbst. Was zur Hölle ist hier los? Ich weiß nicht, was du hast. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich möchte mal kurz gucken, was der andere Villager handelt. Ja, ich gehe mal Weizen ernten derweil. Keine Ahnung, wir können uns ja einfach die Blöcke, die Emerald-Blöcke, irgendwo hinstellen. Auch hier ist gar kein Weizen mehr drin. Dafür ist hier ein Schaf. Das mit den Tieren artet hier voll aus. Das ist gerade bei Landwirtschaftssimulator ausgeartet. Oh wow, das artet 16, jetzt aus. Der gibt dir für 16 rohes Fleisch auch ein Emerald. Und für 18 Hühnchenfleisch kriegst du auch ein Emerald. Also okay. Wir kriegen zurzeit nur... Nur Emeralds. Nur Emeralds, ja. Weißt du, ich muss jetzt mal echt was sagen. Ne? Ich find's schon schade, dass Kev das Eisen aus dieser Pumpkin-Chest wieder rausgenommen hat. Ich hab mir eigentlich gedacht... Das schnapp ich mir. So, hat hier jemand vor uns aufgenommen? Ist ja gar nichts gewachsen. Darf ich dir mal zeigen, was ich letzte Folge gebaut habe? Ja, natürlich, gerne. Komm mal mit. Ich bin nicht so schnell wie du, warte mal. Ich kann mich nicht dran gewöhnen, auf Steuerung zu drücken zum Rennen. Das für meine Zuschauer, muss ich noch sagen, und für deine jetzt eventuell auch, das wird noch verbessert. Boah Gott, wie viele Eier da liegen, die fallen einfach schon daneben, ey. Hier ist ein Hühnchen gestorben. Das wird noch verbessert. Ja, es ist erstmal nur, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Willst du eine Goldfarm machen? Ja. Oh. Oh. Bäh. Hi. Also du darfst sie halt nicht hauen, aber was ich zeigen wollte, bleib mal da unten stehen. Ach so, ja. Wow. Da ist aber eine große Menge gespawnt. Gespawnt. Ich habe eigentlich schon auf den Boden runter und die Luft angehalten, dass du jetzt vor mir stirbst. Boah, scheiße, war das knapp. Ich hatte heute Nachmittag so den Einfall, heute nenne ich eine Folge, einer stirbt, egal was passiert. Ich habe hier Rotten Flesh. Oh, ich habe ein Goldnugget. Musst du die per Hand runterschieben? Noch ja, aber ich weiß schon, wie ich das machen kann, dass die automatisch runterlaufen. Ich hätte da Idee mit Drop-On und Wassereimern. Du kannst kein Wasser in der Hölle platzieren. Ach, ja, klar. Dann halt Lava. Oder irgendwas. Wollen wir den mal, hast du ein Schwert da, wollen wir den mal angreifen? Nein, ich habe kein Schwert da, aber ich habe genügend dabei, um mir eins zu bauen. Hast du Cobblestone? Ich hab dir eins zugeworfen. Okay. Ja gut, dann legen wir los. Okay, die da oben interessiert das noch nicht. Mal gucken, wenn ich jetzt hochgehe, ob die das dann interessiert. Bist du dir da so sicher? Ich gehe mal schon in die Nähe vom Portal, einfach um abzuhauen. Oh, nein! Nein! Oh shit. Aber, nein, die klettern die Leiter runter! Nein! 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 Oh, eins ist auf die Sky Family gekommen. Oh nein. Und ich sag noch, ich nenne die Folge heute einer stirbt. Bist du tot oder lebst du noch? Nein, noch lebe ich, aber ich bin fast tot. Ich klettern die Leiter runter. Das gibt's nicht. Ich kann. Stirb, du Minischwein!
Oh, es ist tot. Dann würde ich an deiner Stelle sagen, isst du jetzt mal was und dann gehst du in den Nether, weil ich habe so ein paar Cobblestones dabei gehabt. Nur so ein paar. Ja gut, ich versuche deine Sachen zu retten. Warte, ich muss noch was zu essen holen, bevor die jetzt alle immer noch sauer sind auf mich. Ja, das ist halt die Frage, wenn du jetzt reingehst, ob die halt immer noch sauer auf dich sind und du auch stirbst. Ja, ich bin ja fast gestorben. Die haben mich auch getriggert. Also zumindest das Minischwein, was vor mir durchs Portal gerannt ist. So. Ich hätte an die Leiter denken sollen. Ja. Vielleicht schaffe ich es, ein oder zwei Leitern abzureißen. Jetzt haben wir ein riesiges Problem. Ja, die beruhigen sich schon wieder, die Schweine. Bin mal gespannt, wie lange es das dauert, bis es dich jetzt triggert. Oder nicht mehr triggert. Ich werd definitiv keins angreifen. Ja gut, ich habe das Schwein auch geschlagen, deswegen haben die mich auch genauso getriggert wie dich. Warum sind Schweine so schweinisch? Warum sind das Rudeltiere? Vor allem hatte ich 19 Level, ne? Boah, das ist auch ehrlich. Okay, also ich werde definitiv nicht mehr getriggert von ihnen. Ich kann hier zwischen denen rumlaufen und kann hier jede Menge Sachen einsammeln. Okay, das ist super. Und vor allem jede Menge XP. Und so ein paar Goldnuggets solltest du jetzt auch haben. Ja, 12. Ja, guck, das ist schon ein Goldbarren. Ja. Kann ich mir jetzt ein Goldschwert craften? Wie hast du die denn da oben runtergeworfen? Ich hab einen geschlagen und dann sind die hinter mir her und da bin ich auch irgendwie dummerweise runtergefallen. Oder was meinst du? Wie ich die runtergeschubst habe. Ja. Ich hab Steuerung, also Schiff gehalten, damit ich nicht runterfalle. Und bin einfach gegen die gerannt, bis die runterfallen. Oh mein Gott! Da sind so ein paar oben, ne? Ganz wenig. Er ist halt runtergefallen, herrlich. Ich hab nur Angst, dass ich hinterherfalle. Vor allem das Geile war, wo du die getriggert hast. Wir bräuchten vielleicht einen Bogen, um die zu triggern. Nein, ich mach das anders. Ich baue das. Ich kann's dir jetzt nochmal sagen. Ich hab vor, das so zu bauen, dass, wenn du aus dem Portal rauskommst, dass da erstmal eine Safe Zone ist, ja? Mhm. Dass du quasi die Leiter hochklettern musst, um dann erstmal auf eine Plattform zu kommen, wo die drauffallen. Damit die noch irgendwie ein halbes Herz haben. Weil wenn du die schlägst, ist die Drop-Chance von denen höher. Ah. Wenn die nur noch ein halbes Herz haben, dann kannst du die ja mit einem Schlag töten. Ja. Also quasi wirklich eine richtige Mob-Farm bauen, wo die halt so runterfallen. Oh, das ist echt eine gute Idee. Und die fallen runter, wenn du an den Seiten von dieser Spawn-Plattform, die oben ist, musst du Falltüren bauen. Weil bei Falltüren denken die, das ist ein ganzer Block. Ja, ja, genau. Und laufen dann ein Stück weiter und dann fallen sie runter. Genau. Das ist der Plan. Den ich leider erst am Freitag verwirklichen kann. Hi. Finde ich gut. Ich bring dir dein Zeug mal in dein Haus, inklusive deinem Schwert und allem. Ah, die Spitzhacke und das Schwert kannst du ruhig haben, die sind ja verzaubert, wenn du möchtest. Nee, das ist deins. Ich leg's dir in die Kiste neben der Tür, zwischen den Türen. Du hast gleich zwei, eine mit Unbreaking, eine mit Efficiency. Coole Sache. Das, ja, ich kann dir auch bei Zeiten ein bisschen Lapis Lazuli geben, dann kannst du auch verzaubern. Auf Level 1 sind das ja bei meiner Verzauberung. Ja, das kratzt mich jetzt nicht großartig, ehrlich gesagt. Die Leiter darfst du behalten, die Goldnuggets gebe ich dir, den Cobblestone, Steinschwert, das andere behalte ich mal. Paper war auch deins anscheinend? Bitte, was du auch meinst? Paper, Saplings. Ja, das war wahrscheinlich alles noch. Ich hatte ziemlich viel noch im Inventar. Die Goldnuggets, ich hab dir jetzt mal alles ins Inventar in eine Kiste gelegt. Du weißt, was ich meine. Und jetzt geht die Kiste nicht mehr zu. Ah, das ist ein typischer Bug. Ah, jetzt ich bin mal wieder gestorben. Ärgerlich und dumm auch noch zugleich. Es ist nichts Neues, ne? Also. Nee, es ist echt nichts Neues. Aber, liebe Zuschauer, ehrlich gesagt, ich hatte keinen Bock, noch eine Folge aufzunehmen. Also. Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Katze! So, ich habe mir jetzt mal Falltüren gemacht. Ich finde das jetzt so eine coole Idee. Ich baue die jetzt einfach mal da außen rum. Du kannst sie dann wieder wegmachen, wenn du keine Lust darauf hast. Mach das dann, wenn du das machen möchtest. Ja. Dann, du siehst ja das, wenn du jetzt hochkletterst, dass das Tor, das Tor ist ja zwei breit, ne? Ja. Und die Leiter müsste, ist ein breit, müsste auf der rechten oder linken Seite sein. Also dass du eine symmetrische Zweierplattform zum Tor hast.
Das kannst du rechts und links die Slabs abreißen und dann einfach da die Falltüren hinsetzen. Weil wenn du mehrere Spawnflächen baust, dann ist es noch effizienter, als wenn du nur eine große hast, die halt an den Rändern. Ja. Jetzt wäre ja auch fast runtergefallen. So in etwa. Shit! 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 Was? Nein! Nein! Oh mein Gott! Okay! Ja! Ich bin wieder tot! Es ist ein Ghast gespawnt. Ja. Hörst du den? Ja, ich höre den. Okay. Ich nehme noch auf, ich bin noch im Spiel. Ach so. Oh. Damit die Folge ein bisschen länger ist. Oh. Jetzt sind wir beide gestorben. Warum hast du die geschlagen? Aus Versehen! Ich wollte doch nur. Und Title Screen und. Okay. Gut, das war wieder typisch. Ein typischer Pox, ja? Wir sind vor allem, du sagst doch ja, ich nenne die Folge heute Einer stirbt. Einer stirbt? Warum nicht zwei? Jawohl! Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für den Tod von Daxodas. Lass dir bitte einen Daumen nach oben da. Bei mir für den Pox, den Tod. Ja. Ein Daumen. Bestes Deutsch. Ich, Yoda, gelernt habe Deutsch bei. Und, wenn ihr es noch nicht habt, abonniert uns, um keine dieser Mist-Videos hier zu verpassen. Tschüss.